Hi und herzlich willkommen zum allerersten 3D-Video hier auf Sebastians alternativen Realitäten. Ja, ganz genau, das hier ist ein 180-Grad-3D-Video, welches ich mit der Mirage Camera gerade mache. Also, wenn ihr das Video in 2D schaut, auf eurem Handy oder in eurem Webbrowser, dann stoppt das Video und ladet euch die YouTube-App herunter bei Steam oder ladet euch die YouTube-App herunter bei Daydream, wenn ihr ein Daydream-Headset habt, denn dann könnt ihr dieses Video in 3D und in 180 Grad anschauen. Jawohl, so sieht's aus. Herzlich willkommen nochmal hier bei Sebastians Alternative Realität. Mein Name ist Sebastian Ang und wenn ihr zum ersten Mal hier seid und euch VR und AR genauso fasziniert wie mich, dann abonniert den Kanal und klickt auch aufs Glockensymbol, damit ihr nichts verpasst. Jawohl, hier 3D und um euch das nochmal zu zeigen, hier ist ein Kaktus in 3D. Yeah, cool, wa? Also, das ist schon mal nicht schlecht, wa? Also, das gefällt mir ganz gut. Ja, ich habe euch ja angekündigt, ich wollte euch mal ein bisschen Material zeigen von der Mirage Camera. Das ist eine 3D-Kamera. Und so sieht sie aus. Ich kann euch das Gerät leider selbst nicht zeigen, weil ich gerade damit dieses Video mache. Aber es ist sehr klein. Es ist wirklich so groß wie hier auf dem Bild, also kleiner als ein Handy und hat diese zwei Linsen, die natürlich dann benutzt werden für diese stereoskopischen 3D-Aufnahmen und eben es sind auch Fisheye-Linsen, das heißt, ihr seht alles jetzt in 180 Grad, könnt euch umschauen, könnt euch mal so ein bisschen hier auf meiner Terrasse umschauen, wie ihr seht, ich muss mal den Rasen mähen und ja, das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr cool. Das Gerät ist ab sofort erhältlich und zwar von der deutschen Lenovo-Seite, lenovo.de. Ich werde euch mal den Link unten in die Beschreibung reinsetzen und das Gerät kostet leider 299 Euro, also das ist schon sehr, sehr teuer. Ist es das wert? Kommt echt auf euch an, ob euch das gefällt hier, ob ihr unbedingt 3D 180 Grad Aufnahmen machen wollt. Ja? Vielleicht wollt ihr private Filme drehen in 3D, irgendeiner Art, dann ist das wahrscheinlich die perfekte Kamera für euch. Denn es ist wirklich sehr, sehr einfach, damit Videos zu machen. Ja, einfach anmachen und Videomodus und dann ab dafür. Ja? Also es ist sehr, sehr einfach, damit Videos zu machen. Man kann damit auch sehr, sehr schöne 3D-Fotos machen, das geht auch, kein Problem. Ich habe die Kamera mitgenommen nach Barcelona, als ich zum letzten Mal in Barcelona war und ja, sehr schöne 3D-Fotos gemacht. Und das Praktische ist, dass die Fotos direkt mit Google Fotos synchronisiert werden. Das heißt, wenn ihr ein Daydream-Headset habt oder die Lenovo Mirage Solo, die ja auch ein Daydream-Headset ist, dann seht ihr eure 3D-Fotos und Videos direkt in der virtuellen Realität, im Headset, ohne das noch irgendwie synchronisieren zu müssen, weil das alles über die Cloud synchronisiert wird. Wenn ihr eine Oculus Go habt, dann geht das leider nicht, denn da ist eben nicht Google Fotos drauf oder ist eben nicht YouTube drauf. Und da müsst ihr dann die Fotos und Videos erstmal von der Kamera auf euren Computer übertragen mit dem Kabel und dann vom Computer zur Oculus Go. Das ist also ein bisschen kompliziert. Ich denke mal, das würde euch interessieren, ob das auch mit der Oculus Go funktioniert. Leider nicht so gut wie mit den Daydream-Headsets. Ja, die Videos könnt ihr eben auf YouTube hochladen, so wie ich das jetzt mit diesem Video gemacht habe. Und ihr könnt euch das dann eben mit der YouTube-App anschauen. Entweder über euer PC-Headset, über die YouTube-App, die ihr euch von Steam runterladen könnt. Oder eben über die YouTube-App von Daydream könnt ihr euch im Daydream-Store runterladen. Und das sieht dann schon ziemlich cool aus, ne? Also, es ist schon 3D, ja? Also, sagen wir so, es ist schon ordentlich 3D und das ist schon sehr cool eigentlich. Ja, was kann ich euch noch über die Kamera sagen? Also, wie gesagt, 299 Euro ist recht teuer, hat kein LCD-Screen hinten drauf. Da hinten ist nichts drauf auf der Kamera. Das heißt, ihr müsst euch die Companion-App, wie man das auf Neudeutsch sagt, müsst ihr euch herunterladen und dann seht ihr das Vorschaubild auf eurem Handy. Und ja, das ist, finde ich persönlich, ein bisschen unpraktisch. Ich habe wirklich alles gerne direkt auf der Kamera selbst drauf. Und
Ich finde es unpraktisch, dass man auch extra das Handy rausnehmen möchte, wenn man halt ein Vorschaubild haben möchte oder wenn man was Bestimmtes sehen möchte, ob das gut war. Ne? Das geht dann eben nicht. Aber vielleicht haben sie sich gedacht, hey, du brauchst kein Vorschaubild, denn ich nehme eh alles auf, was vor dir passiert. Denn wie gesagt, 180 Grad, ihr seht jetzt den Winkel, ne? Ihr habt echt vollen Blick auf meine Terrasse. Ich muss hier ein bisschen schreien, weil hier wird ein Haus abgerissen nebenan. Deswegen wundert euch nicht, dass ich alles ein bisschen lauter sage, damit ihr mich hören könnt. Ein Problem, was ich festgestellt habe, es sieht alles ein bisschen dunkel aus, ja? Also es ist jetzt nicht so dunkel, wie ihr es vielleicht seht. Das ist leider ein Problem. Dann von Videos leider, wie ich finde, die sind nicht so ganz synchron. Ja, also schaut mal auf meine Lippen und hört euch das an. Das ist nicht perfekt synchronisiert. Und das ist schon ein großes Problem, finde ich. Das war vor ein paar Wochen noch viel schlimmer. Anscheinend haben sie ein bisschen was gemacht an der Firmware. Aber ich denke mal, jetzt ist es auch noch nicht perfekt lippensynchron. Schreibt es mir noch mal bitte unten in den Kommentarbereich rein, ob das gut lippensynchron ist oder ob das nicht so ganz so lippensynchron ist. Ja? Also damit hatte ich bis jetzt recht große Probleme. Ansonsten, ja, Fotos sind echt cool. Fotos machen mir persönlich sehr viel Spaß mit der Kamera. Ja, die Videos machen mir nicht so ganz so viel Spaß, eben wegen dem Problem mit der Synchronität. Aber es ist trotzdem cool, das muss ich schon sagen. Obwohl es nicht perfekt lippensynchron ist, ist es schon cool, solche Videos jetzt zum Beispiel zu machen und dann einfach diesen 3D-Effekt zu haben. Und ja, es ist schon, man kommt schon seinen Subscribern ein bisschen näher, oder? Also ihr seid jetzt hier auf meiner Terrasse und ihr steht jetzt auf meinem Tisch. Ich denke mal, ich müsste die Kamera noch ein bisschen weiter nach hinten stellen, damit ihr das Gefühl habt, dass ihr hier mit mir am Tisch sitzt. Weil jetzt habe ich halt das Gerät auf meinem Tisch stehen. Das wäre wahrscheinlich besser, das ein bisschen weiter wegzustellen. Ja, ansonsten, was kann ich euch noch über das Gerät sagen? Man kann die Batterie austauschen. Es kommt mit zwei Batterien. Also eine zweite Batterie ist dabei, was cool ist. Ihr könnt es erweitern mit Micro-SD-Karten, was auch gut ist. Ja, über USB-C-Kabel könnt ihr es mit eurem Computer verbinden. Und das müsst ihr auch machen, wenn ihr ein bisschen längere Videos dreht. Denn bis erstmal das Video mit eurem Handy synchronisiert ist, wenn ihr es irgendwo hochladen wollt, das dauert ewig. Das ist leider nicht so schön. Und nochmals mit der ganzen Vorschau hier, das dauert auch eine Weile, bis erstmal die ganzen Fotos geladen werden zur Vorschau. Das ist leider auch nicht so toll. Ja? Also ich hätte lieber ein Display hinten drauf auf der Kamera. Das wäre ein bisschen praktischer, als jetzt irgendwie mit zwei Geräten hantieren zu müssen, wenn man was aufnehmen möchte. Wenn man es auf dem Stativ hat und dann sich das jetzt so anschaut wie jetzt, ist das natürlich praktisch, aber trotzdem hätte ich noch gern ein Display hinten drauf. Ja? Weil 299 € ist schon ein bisschen teuer und das Gerät an sich, das kostet vielleicht in der Herstellung die 50 €, glaube ich. Hat halt zwei Fisheye-Lenses, dann drin halt ja, Wi-Fi-Modul, Bluetooth-Modul, die Batterie, aber viel mehr ist da an Hardware auch nicht. Ja? Und auf dem Gerät gibt es eben oben so den Auslöser, dann eine weitere Taste, um es anzustellen und eine weitere Taste, um die Funktion auszuwählen. Ja? Das heißt, ihr müsst auch nicht das Handy dabei haben, wenn ihr Bilder oder Videos machen wollt. Einfach Funktion drücken, ändert zwischen Video und Foto und das war's. Also es ist wirklich einfach. Das auf jeden Fall. Es ist ein sehr einfaches Gerät. Nur leider, das Problem ist auch, die Videos kann man momentan noch nicht schneiden. Deswegen alles in einem Take. Ja? Ihr könnt das zwar in Adobe Premiere oder wo auch immer reinladen, ihr könnt es auch bearbeiten, aber wenn ihr es dann wieder exportiert, ist es nicht im richtigen Format. Denn das ist ein ganz spezielles Format von Google, 180 VR. Das kann man noch nicht exportieren bei Adobe Premiere und das ist leider scheiße. Ja? Das heißt, wir müssen da warten, bis Google uns mal irgendeine Software gibt, womit wir das auch schneiden können und womit wir dann auch vielleicht die Lippensynchronität wiederherstellen können. Also das ist leider momentan schlecht. Ihr müsst alles in einem Take machen und das ist ein bisschen blöd. Was ihr auch machen könnt, ihr könnt sogar Livestreams damit machen. Das heißt, ich könnte mit dem Gerät einen Livestream machen. Aber
Es hat bei mir nur bei meinen privaten Kanälen funktioniert, nicht bei den Branded-Kanälen. Also ich, das ist ein Unterschied bei YouTube. Es gibt Kanäle, so hier mein privater Sebastian Lang, aber es gibt auch halt diese Branded-Kanäle, die spezielle Namen haben, zum Beispiel Mixed Reality TV oder Sebastians Alternative Realitäten. Da klappt das jetzt noch nicht mit dem Livestream und das ist natürlich super ärgerlich für Leute, die das eben kaufen, um das für ihren professionellen Kanal zu benutzen. Da geht der Livestream eben nicht. Das ist noch ein großes Problem. Was kann ich euch noch dazu sagen? Ich glaube, ich habe jetzt alles gesagt. Wie gesagt, schöner 3D-Effekt. Aber ich finde, es ist ein bisschen teuer für 299 Euro. Könnte sich für einige von euch vielleicht lohnen, die das irgendwie ein bisschen professioneller benutzen wollen, wie ich zum Beispiel auf dem Kanal. Aber für den normalsterblichen Nutzer kommt darauf an, ob ihr es eben so cool findet jetzt mit dem 3D-Effekt. Ja? Also es ist schon genial, ne? In 3D. Aber das Bild ist noch ein bisschen dunkel und man kann es noch nicht schneiden und so weiter und so fort. Naja, ich denke mal, es ist ein schöner Anfang. Aller Anfang ist schwer. Ich hoffe auf bessere Lippensynchronität. Ich hoffe auf ein bisschen helleres Bild. Und ich hoffe darauf, dass man es schneiden kann. Und ich hoffe auf einen günstigeren Preis. Denn 299 Euro, das ist ein bisschen teuer, Lenovo. Ja? Aber ihr könnt es ab jetzt in Deutschland kaufen auf der Seite von Lenovo. Ich werde es euch mal in die Beschreibung reinschreiben. Ja, das war's hier für mein erstes 3D-Video auf dem Kanal. Ja? Die Mirage Camera in 3D. Hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über den Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr hier noch nicht den Kanal abonniert habt, dann tut das doch. Ich freue mich darauf, euch im nächsten Video wiederzusehen. Macht's gut, bis dahin. Ciao.